Tja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Woche mit einer offenen Sendung, einer offenen Show. Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, 0180-5678-111. Erster Anrufer heute Nacht, das ist René. René ist 16 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Jürgen. René, was ist dein Thema? Ja, also... ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, macht nichts. Ja, ich bin seit 2 Monaten mit einem Mädchen zusammen. Mhm. Und ich habe zuletzt bei einem Freund geschlafen, also letzte Woche. Du hast mit deinem Freund geschlafen? Nein, bei meinem Freund geschlafen. Das war mein bester Freund. Ja. Er ist mein bester Freund eigentlich noch. Und ja, ich habe halt auf der Matratze neben ihm geschlafen. Mhm. Und er ist halt rübergekommen zu mir und hat mich angefangen zu streicheln in der Nacht. Mhm. Und ich habe halt getan, als wenn ich schlafe, weil ich halt einfach nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte, aber irgendwie fand ich schon, schon schön eigentlich. Mhm. Ja, und wie ging das dann weiter? Du hast so getan, als würdest du schlafen? Ja. Und dann, wie? Ja, er hat halt immer weiter gestreichelt und irgendwann hat er dann halt aufgehört und am nächsten Morgen habe ich halt so getan, als wenn ich nichts wüsste. Mhm. Und wo hat er dich gestreichelt? An den Beinen und zwischen den Beinen. Und also auch an der heiklen Stelle? Nee, also am Penis selbst nicht. Da nicht. Mhm. Mhm. Dann hat er irgendwann aufgehört und ist dann auch pennen gegangen. Und wie war es dann am nächsten Morgen? So die Stimmung zwischen euch beiden? Ja, natürlich ein bisschen distanziert. Und also mir war es auch zuerst unangenehm. Also ich weiß einfach nicht, wie ich darauf reagieren soll. Mhm. Wobei er ja dann eigentlich davon ausging, dass du das gar nicht gemerkt hast. Ne? Ja, aber... Obwohl sicher also er war natürlich ganz locker zu mir, aber ich war schon ein bisschen zurückweisend. Er hat das auch ein bisschen gemerkt. Ich meine, wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen, nur morgen sehen wir uns halt wieder. Und Dich hat es mehr interessiert als abgestoßen? Das ist schwer zu sagen. Also angeekelt hat es dich nicht? Ich habe mir vorher nie darüber Gedanken gemacht, aber ich fand es schon ein bisschen erregend. Mhm. Also du musst nur deshalb, falls du solche Gedanken haben solltest, könnte ich mir vorstellen, weiß Gott, nicht schwul sein, ne? Es gibt so viele Facetten bei Menschen, wie sie erotisch ausgerichtet sind. Wenn dir das ein bisschen gefällt, dann bist du maximal vielleicht etwas bisexuell veranlagt. Vielleicht. Mir ist das auch schon ein bisschen peinlich, also. Ja. Das ist dein allerbester Freund, ne? Würdest du es so sagen? Wie lange seid ihr beide befreundet und zusammen? Seit ich 5 bin. Also ganz. Also ist schon ewig. Uralte Freundschaft, ne? Ja. René, brich das Eis doch. Brich das Eis und sag ihm morgen, dass du das mitbekommen hast. Nee, das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Unter besten Freunden ist das absolut möglich, so etwas zu sagen. Ja, das bin ich auf keinen Fall. Nee, warum nicht? Nee. Begründe mir, warum? Ja, ich habe einfach Angst davor. Also. Vor was hast du denn Angst? Nee, ich will das irgendwie nicht. Ich meine, ich habe eine Freundin und ich habe immer gedacht, ich liebe meine Freundin. Mhm. Und mir hat auch immer der Sex mit der eigentlich Spaß gemacht. Aber. Dann sag ihm das auch so. Das kannst du ihm dann ja auch so sagen. Du kannst ja sagen, dass ihr... Ja, aber nachher ist unsere Freundschaft nicht mehr so, wie sie vorher war. Warum das denn? Weil du das dann ausgedrückt hast? Quatsch. Dann ist sie doch noch offener. Eine gute Freundschaft zeichnet sich doch dadurch aus, dass man wirklich alles bereden kann. Und dass man ganz ehrlich miteinander ist. Und sich selbst gegenüber auch und dem anderen. Ja, aber wenn das für ihn ernster ist? Ja, umso wichtiger ist es, dass du dann eine richtig klare Aussage auch machst. So wird er spekulieren. Aber ich will nicht, dass unsere Freundschaft daran kaputt geht deshalb. Aber warum sollte sie kaputt gehen? Wenn du sagst, du bist mein allerbester Kumpel oder mein bester Freund, mag dich sehr gerne, aber ich möchte nicht, dass wir erotischen und sexuellen Kontakt haben. Ich weiß ja nicht, ob ich will, das ist ja das Problem. Mhm. Ich fühle mich so ziemlich in der Zwickmühle. Also ich will nicht, dass meine Freundin es mitkriegt, weil meine Freundin ist halt auch mit meinem besten Freund befreundet. Mhm. Und ich weiß es einfach nicht. Ich will auch meine Freundin nicht betrügen. Also. Völlig in Ordnung, finde ich auch genau richtig so. Trotzdem fände ich es gut, wenn du es mit ihm reden würdest. Und du kannst es, sei doch einfach genauso offen, wie du mir gegenüber jetzt auch offen bist. Das ist was anderes. Also. Warum? Ich bin nicht mal dein Freund und du bist mir so gegenüber. Ja, das ist... Ich glaube, also wenn ich in dem Moment, wenn ich ihm gegenüberstehe, bringe ich es einfach nicht. Also. Wobei mir immer noch nicht klar ist, vor was du da Angst hast und warum dir das peinlich ist. Ja, vielleicht davor. Vielleicht habe ich Angst, einfach schwul zu sein oder davor, dass das andere mitkriegen und ich weiß es nicht. Ja, erstmal ist das ja nur unter euch beiden. Ne? Das kriegt ja überhaupt niemand mit. Und das bleibt dann ja auch unter euch beiden.
Und ich finde nochmal, ich sag's nochmal, dass so eine gute Freundschaft das aushalten muss. Und dass es mit euch ehrlicher weitergeht, wenn du ihm das so sagst. Und du kannst ja auch so ein bisschen deine widersprüchlichen Gefühle äußern, wie du es mir auch gerade gesagt hast. Aber sagen, dass du erstmal bei deiner Freundin bleiben möchtest und was nun mal später ist, weißt du ja auch noch nicht. Bist ja erst 16 Jahre alt. Ja. Also meine ganz klare Meinung, René, wirklich ganz klare Meinung ist, das ist eine gute Freundschaft und die gute Freundschaft muss so etwas aushalten und tragen. Und die Freundschaft wird wahrscheinlich noch besser, als sie jetzt ist, wenn da klar Tisch ist. Und also ich hoffe es mal. Also wenn das kaputt geht, dann weiß ich echt nicht, wie ich reagieren soll. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie kaputt geht. Ich glaube es wirklich nicht. Also meine Erfahrung so mit Freundschaften, wenn so etwas passiert ist, ähnliche Sachen habe ich auch schon mal erlebt, das war immer gut, dass man darüber geredet hat. Hm? Versuch mal, rufst du mich nochmal an diese Woche, wenn du mit ihm geredet hast? Ja. Versuch mal. Versuch mal durchzukommen. Ja, ich wäre schön. Also könnte ich mich da vielleicht ein bisschen mit Vorrang, weil das ist ja ziemlich schwer. Ich habe schon mehrmals jetzt versucht. Ja, also es interessiert mich wirklich. Wenn du mit ihm redest, dann sollten wir beide auf jeden Fall nochmal diese Woche miteinander talken hier. Okay? Okay, machen wir das. Alles Gute, toi, toi, toi. Ja, schönen Tschüss, Abend René. Noch. Ciao. Ihr Lieben, wenn ihr mich anrufen wollt, ihr im Fernsehen seht ja diese Telefonnummer hier ständig, aber die Radioleute können das natürlich nicht sehen. So weit entwickelt ist auch 1Live noch nicht. Also die Telefonnummer lautet 0180-5678-111. Mit dieser Nummer könnt ihr uns auch aus dem Ausland erreichen, ohne Mehrkosten. Und das Gespräch mit mir hier in der Sendung ist für euch natürlich völlig und vollkommen kostenfrei. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer, die ist fast so ähnlich, nur hinten ganz klein bisschen anders, 0180-5678-110. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Nadine und die ist 17 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Nadine. Ja. Wie ist es? Ja, mein Thema ist, dass ich es ziemlich scheiße finde, dass Jungs, wenn sie mit Mädchen rummachen, total toll sind. Und Mädchen, wenn sie oft von anderen haben, ist eine Schlampe. Hast du solche Erfahrungen gemacht? Sagt man dir das nach? Bist ja, du ein, genau. Sagt man, Nadine ist eine Schlampe? Ja. Warum? Weil Nadine so viele Jungs hat, oder wie? Ja, ich sehe das nicht ein, dass wenn ich die Jungs kriegen kann, dass ich sie nicht auch nehmen soll. 17 Jahre? Ja. Ich glaube, es könnte sein, dass du noch einen Überblick hast, wie viele Jungs du schon vernascht hast. Sag mir, wie viele waren es? Meinst du jetzt mit denen ich im Bett war? Zum Beispiel, ja. Nein, das meine ich ja nicht. Einfach nur so, was weiß ich, mit denen rumknutschen oder so. Mit wie viel hast du schon geknutscht? Weiß ich nicht, 26 oder so. 26? Stramme Leistung mit 17. Ja, aber wieso nicht? Ich meine, ja, natürlich, wenn ich gleich mit denen in eine Kiste steige oder so, geht das doch eigentlich. Nach welchen Kriterien suchst du denn die Jungs aus, mit denen du in die Kiste steigst oder mit denen du nur rumknutscht? Also mit denen ich ins Bett gehe, mit denen bin ich dann schon zusammen. Ja. Und mit denen ich rumknutsche, wenn er mir gefällt und wenn ich ihm auch gefalle und wenn das dann kommt, dann mache ich das auch. Wer sagt denn zu dir, dass du eine Schlampe bist? Zum Beispiel ein Junge, mit dem ich auch mal rumgemacht habe und der dann gesehen hat, dass ich in einem Abend 3 verschiedene hatte. Ja, war dessen Eitelkeit natürlich gekränkt. Ne? Der wäre gerne mit dir vielleicht auch noch weitergegangen und du hast ihn dann sausen lassen. Ne? Ja, da kann ich doch nichts Nee, dafür. Da kannst du nichts für. Aber das musst du dann aushalten, wenn die dann so reagieren, die Jungs. Völlig zu Unrecht natürlich. Ja, weil Jungs, wenn die das machen, sind dann immer toll und boah, guck mal, der kriegt ganz viele ja. Und Mädchen sind dann halt dann ganz schlecht. Ist nach wie vor immer noch so, ne? Ja, und das Und wir sollten alle dagegen arbeiten, dass sich dieses irgendwie auflöst, diese Kategorisierung. Ja. Und wir sollten sagen, wenn ein Mädel viele Jungs kriegen kann, ist sie ein toller Schuss einfach. Ne? Ja. So wie der Typ ein toller Hecht ist. Ne? Genau. Bist du ein treues Mädel, wenn du liiert bist? Wenn ich es ernst meine, schon. Wenn du es ernst meinst, schon, ja. Hast du im Moment einen Freund, einen festen Freund? Nee, leider nicht. Aber du hättest schon gerne einen? Ja. Und wie viel kleine oder größere Eisen hast du im Feuer? Also männermäßig? Im Moment läuft es nicht ganz so gut. Wo baggerst du denn die Jungs an? Ach, Disco oder Party oder so. Baggerst du sie selbst wirklich an oder lässt du dich anmachen? Also, es kommt drauf an, was weiß ich. Wenn da ein Typ ist, der mir gefällt, setze ich mich vielleicht bei dem auf den Schoß, wenn ich den kenne. Wenn du ihn kennst, aber nicht, wenn du ihn nicht kennst. Ja, meistens lerne ich die halt irgendwie schon kennen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ich möchte auch mal irgendwann in der Disco einfach so sitzen und dann kommt so ein nettes Mädchen wie Nadine und setzt sich einfach bei mir auf den Schoß. Da träumen wir doch alle von. Ja, ich lerne die halt irgendwie kennen. Das geht ganz schnell. Hast du denn mal so für, es hören ja nur ganz, ganz viele Mädels auch zu, oder junge Frauen, die das Problem haben, wie komme ich an die Typen rein? Und du scheinst ja schon ein wirklicher Profi zu sein. Hast du mal ein paar coole Sprüche drauf, wie man so Jungs anmachen kann? Eigentlich voll nicht. Also, das kommt immer spontan. Ich überlege mir das nicht vorher. Und du fängst einfach an zu quatschen irgendwie?
Zum Beispiel, ja. Ja, das finde ich eigentlich auch das Beste. Man darf sich das gar nicht groß ausdenken vorher. Nee, nee. Man geht einfach hin und redet irgendwas. Ne? Hauptsache, man hat erstmal so das erste Eis gebrochen und dann ist gut. Ja, meine Freundin, meine beste Freundin, die wahrscheinlich auch zuhört, die Ilka. Ja, die Ilka. Ja, die fragt immer, ja, was soll ich sagen? Und so sage ich immer, ja, überleg dir das einfach spontan und so. Ja, das ist auch der richtige Tipp, glaube ich. Also, Nadine ist einfach eine junge, erfolgreiche Frau in Sachen Männer. Und ja, keinesfalls eine Schlampe. Nein. Obwohl, es gibt auch sehr reizvolle Schlampen. Also das Wort Schlampe ist gar nicht mal so negativ besetzt bei mir. Ja, aber das ist negativ gemeint. Das finde ich bei manchen, gut. Ja. Also ich habe auch schon Schlampe zu einer Frau gesagt und das fand ich als Kompliment. Naja, die Frau auch? Ich glaube ja, in dem Fall ja. Ach so. Ne, das gibt's, so eine Variante gibt's auch noch. Mhm, naja. Also, Nadine, ich wünsche dir jetzt, wir haben das Pfingstwochenende steht vor der Tür. Das heißt, du kannst gut und heftig ausgehen. Ja, werde ich wohl auch machen. Hoffentlich findest du, auf was für Typen von Jungs stehst du denn? Ach, das ist eigentlich verschiedene, von blond bis schwarzfarbig, von klein bis groß. Wie alt sollten sie sein? Ja, was weiß ich, 16, 17, auch bis 20. Ja, also so. Kann auch ein bisschen älter sein. Ja. Gerade nicht so 30 oder so. Nee, so alte Knacker nicht. Nein, also ich jetzt nichts gegen dich. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja schon außerhalb der Schallgrenze. 30 wäre ja schön. Obwohl Richard Gere sieht auch sehr gut aus. Wie? Richard Gere sieht auch gut aus. Richard Gere sieht verdammt gut aus, ja. Nadine, toi, toi, toi. Ja, und viel Spaß noch mit deiner Sendung. Ich danke dir sehr herzlich. Super. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Tanja, Ju, 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, ich grüße dich. Ja, hi. Mein Thema ist die Prüfungsangst. Du hast Prüfungsangst? Ja, aber ganz gewaltig. Warum? Vor was für einer Prüfung? Mir steht jetzt von morgen bis einschließlich Freitag meine Abschlussprüfung ins Haus. In was? Ich habe bei einer Krankenkasse gelernt, meine Ausbildung gemacht. Ja. Und jetzt habe ich die schriftliche Abschlussprüfung. Das geht über 4 Tage. Jeden Tag 3 Stunden und da wirst du so ziemlich ausgefüllt. Und dann bist du jetzt noch nicht in den Federn? Es hat keinen Zweck. Weil du nicht schlafen kannst. Also hier und laufe rum und naja gut, ich bin halt total nervös. Wann geht's denn morgen los? Ich muss dann so um 9:30 muss ich dann da sein, das ist dann auch hier in Düsseldorf. Ja. Und ich sammle also ständig meine Sachen wieder aufs Neue zusammen, ob auch hier alle Taschenrechner funktionieren. Mhm. Ich gehe also mit 5 Taschenrechnern im Gepäck los. Mhm. Ja, und mein Problem ist einfach, dass ich auch irgendwo das Gefühl habe, ich hätte richtig hohes Fieber. Hast du aber nicht. Es ist so, ich habe eben mal so aus Spaß gemessen, 38,5, 38,6. Ah ja, doch. Erhöhte Temperatur, aber es ist halt alles rein psychisch. Psychosomatisch? Ja. Vermutlich. Also ich würde sagen, ich bin nichts anderes mehr als ein flatterndes Hemd und ich gehe auch meinem Freund damit wohl ziemlich auf den Keks. Geradezu ein Nervenbündel. Ja, so ungefähr. Ne? Also ständig gereizt. Ja. Eine Bombe. Mhm. Und mein Freund hat sich dann also schon so ein bisschen aus dem Staub gemacht. Mhm. Er arbeitet in der Nachtschicht und da ist er wahrscheinlich auch ganz glücklich drum. Und ich hoffe jetzt nur, dass ich diese 4 Tage möglichst schnell hinter mich bringe. 4 Tage vergehen wie im Flug, Tanja. Die sind wie dahin geweht, wenn erstmal Samstag Nachmittag ist. So ganz objektiv gesehen, wie warst du, was für eine Schülerin warst du bisher und was für einen Eindruck oder was für eine Vermutung hast du daraus, wie du vielleicht abschließen könntest? Also früher auf der Schule oder auch so während auch während der Lehre. Ja, ich würde sagen, so der gute Durchschnitt. Ja, siehst du. Also 3 und 4, so. Das ist nicht so der ganz gute Durchschnitt, aber nee, sagen wir mal der Durchschnitt. Es kam auch mal was Besseres, aber ich würde sagen, so zwischen 3 und 4. Ich meine, wenn ich damit die Prüfung bestehen würde, ich glaube, da würde ich meinen Prüfer küssen. Ja, also. Ich glaube, du wirst ihn küssen. Ich glaube, in den meisten Fällen, wenn man so sich durchs Leben geschlagen hat vorher, so in diesen Kategorien, dann klappt das auch. Ja. Und jetzt kannst du eh nichts mehr ändern. Das ist immer der beste Spruch, wenn man kurz vor einer Prüfung steht. Mhm. Du kannst jetzt überhaupt nichts mehr ändern. Nee, du kannst jetzt auch nicht mehr lernen oder irgendwas. Du musst dich jetzt einfach in das Schicksal hineinbegeben. Mhm. Wenn es klappt, küsst du deinen Prüfer. Ja, richtig. Wenn es nicht klappt, bricht die Welt auch noch nicht zusammen. Nee. Das ist auch noch kein Tod. Dann wird sich auch irgendwas Neues ergeben. Du bist so jung noch, irgendwie wird die Welt auch sich weiterentwickeln. Und ja, also ich will dir jetzt den richtigen Mut zusprechen. Versuch mal jetzt ein bisschen zu pennen. Pennen kommt immer gut. Ja. Heiße Milch mit Honig. Oder irgend so was Harmloses. Mhm. Ein bisschen pennen. Und dann einfach mit zu und Augen rein ins Getümmel 4 Tage. Und dann wird die Chose schon laufen. Ja, das hoffe ich mal. Ich wünsche dir alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, viel Spaß noch bei deiner Sendung. Danke. Das ist echt super. Danke. Tschüss, Tanja. Tschüss. Bernd, 33. Hallo, Bernd. Ja, hallo Domian. Ja. Und zwar geht es bei mir darum, um das Thema Spargelstechen.
Spargelstechen. Ja, liest man in letzter Zeit genug in der Zeitung drüber, ne? Ja, man liest da sehr viel, auch eher ernste Sachen, ne? Dass ja. da keine Deutschen arbeiten wollen, dass da zu viel Polen kommen und genau. so weiter. Ja, ist genau richtig. Aber man hört auch viel von den Bauern, ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen Regionalprogramm guckt und so alles, was die Bauern da so von sich geben, das ist ein Witz, also wirklich. Also jetzt erste Frage, arbeitest du als Spargelstecher? Habe, ich hab's gemacht. Von wo rufst du an, aus welcher Gegend? Niedersachsen. Aus Niedersachsen, ja. Und zwar geht's darum, und es heißt hier von wegen 10,60 Mark die Stunde, okay, na gut, ist normalerweise nix, ne? Aber na gut, das müssen wir mal zahlen, das ist wohl irgendwie ein Tarif oder so. Also und die zahlen wirklich 10,60 Mark? Die zahlen 10,60 Mark, aber brutto wohlgemerkt. Brutto, ja. Und dann geht's hier auch weiter, du kriegst 25 Mark vom Arbeitsamt pro Tag dazu, vorausgesetzt du kriegst 30 Stunden die Woche voll. Der Unterschied ist bloß, wenn du noch kein halbes Jahr lang arbeitslos bist, bist du bestraft, dann kriegst du 25 Mark nicht. War das bei dir so? Ja. Und ich habe das jetzt bei zwei Bauern ausprobiert, also das hat mit keiner Lust nichts zu tun. Also erstmal bin ich wirklich, also ich habe erstmal beim ersten Bauern angefangen. Wie lange hast du es bei dem ausgehalten? Ja, 3 Tage. 3 Tage. Also ich habe neulich ein Interview mit einem Bauer gelesen in irgendeiner Zeitung und da sagte er, dass die Deutschen fast alle abspringen und schon nach ein paar Stunden keinen Bock mehr haben, weil ihnen die Arbeit zu schwer ist. Weil sie sich unterbezahlt fühlen. Und die Polen, hauptsächlich sind es wohl Polen, die da mitmachen, oder irgendwelche Osteuropäer. Ja, das sind fast nur Polen, ja. Die bleiben dann dabei und die seien die Fleißigeren. Stimmt das? Ja, nee, also die Erfahreneren auf alle Fälle, kann man sagen. Ich meine, 10,60 Mark ist nicht die Welt, aber es nein, ist aber du musst immer bedenken, die Polen, 10,60 Mark, was, rechne das mal in Slotties um. Ne? Und dass die Deutschen nicht wollen, das ist gar nicht an dem. Also du hast bei dem ersten 3 Tage ausgehalten, sagst du? Ja. Und bei dem zweiten, wie lange? Ja, dann habe ich erstmal wieder 2 Wochen erstmal meine Wunden geleckt, weil ich habe heute noch einen blauen Fingernagel, der mir wahrscheinlich bald abfallen wird. Du kriegst keine, also du hast überhaupt keine Chance irgendwie. Da, du musst bei denen, also ich wurde angelernt 3 Minuten lang, wie das überhaupt geht beim ersten Bauern. Wie sticht man denn Spargel? Wie macht man das? Ja, du hast dann eben dein Beet davor, dann machst du eine kleine Grube, stichst ihn unten raus, möglichst gerade und dann packst du ein Körbchen und dann kriegst du eine Mauerkelle in der Hand und machst das Loch wieder zu und dann gehst du eben ein paar Zentimeter weiter. Also der Spargel, muss ich dich als Stadtmensch jetzt fragen, der wächst wie so eine Wurzel in der Erde, ne? Ja. Und der Spargelkopf guckt oben raus, oder wie? Nee, der soll doch nicht rausgucken, weil dann wird er violett. Aha, aber das ganze Ding wird dann irgendwie so rausgenommen. Das ist die Arbeit. Ja, genau. Das nennt man dann Stechen. So, beim zweiten, wie lange warst du beim zweiten Bauer? Beim zweiten, da war ich nur 6 Stunden, weil... 6 Stunden? Das war, also ich meine, Sklaverei ist verboten worden mittlerweile, denke ich mal, ne? Weil, also wie gesagt, du hast immer eine Reihe, die ist, also da wo ich war, die sind circa 300 Meter lang. Und wenn du die Reihe voll hast, dann gehst du zurück und dann kippst du ein Körbchen auf beim Kolonnenführer und dann... Der Kolonnenführer fährt das weg und du stehst in der Zeit weiter und die machen sich da alle einen guten Lenster und ach, die rennen sogar Badehose rum, die machen sich da einen guten Urlaub. Wer ist die? Die sind die Polen. Die Polen? Wie, ich meine, gut, die, mein, halt, stopp, die müssen doch auch arbeiten, verstehe ich nicht. Natürlich, aber überleg mal, 10,60 Mark für die und 10,60 Mark für uns. Also die arbeiten schneller und haben dann ein bisschen mehr Freizeit, während ihr da sitzt und jammert. Ja, aber du kriegst, erstens kriegst du es nicht erklärt, zweitens kriegst du gar keine Chance, drittens sieht der Bauer nur sein Bestes. Und bei dem einen Bauern, wo ich war zum Beispiel, die Polen kriegen auch nur 10,60 Mark. Der Unterschied ist da bloß, die wohnen bei ihm, während der Spargelzeit, und die essen bei ihm. Und das wird da wieder abgezogen von denen. Also was haben die denn unterm Strich noch? Jetzt? Wenn ich jetzt abends sage, nach Feierabend so, ich fahre da nach Hause, soll ich denn, wenn ich 20, 30 Kilometer nach Hause fahren muss, warum sollte ich da übernachten? Also, sag mir noch, was du vorher gearbeitet hast, bevor du arbeitslos wurdest. Ich bin Einzelhandelskaufmann gelernt. Einzelhandelskaufmann. Ja. Also Bernd, ich muss dir jetzt sagen, dass ich da kein Verständnis für habe. Wieso nicht? Weil ich finde, dass es ein Teil der Arbeitslosen gibt. Ne? Das will ich jetzt ganz vorsichtig ausdrücken. Ein Teil der Arbeitslosen, weiß Gott nicht alle, sicher auch einen relativ kleinen Teil, aber es gibt einen Teil, die sind so anspruchsvoll in ihren Vorstellungen, was sie arbeiten sollen. Ich finde, 10,60 Mark ist kein Dollar Lohn, aber ich finde, es ist besser, als vom Staat bezahlt zu werden.
Und man hat dann das Gefühl, dass man selbst was geleistet hat. Ich finde es besser, als durchgefüttert zu werden von anderen und auf den Taschen von anderen zu liegen. Nee, das siehst du falsch, Domian. Also das finde ich zumindest. Und zwar geht es nämlich darum, überleg mal, 10,60 Mark brutto. Kannst du ausrechnen, was netto übrig bleibt? Da bleiben ungefähr 6 Mark so über Daumen jetzt mal so, ne? So, und aber wenn die Polen, ne, die 10,60 Mark, die nehmen die mit, netto. Ja, und das ist der Unterschied. Und weil ich noch leider Gottes Kanal bisher arbeitslos bin, werde ich noch bestraft und kriege diese 25 Mark vom Arbeitsamt. Gut, das ist natürlich ein Argument, was natürlich sticht. Und andere Leute haben gesagt, denn die würden das heißt, ja gerne, aber die haben eben kein Auto, ist ja nicht jeder mobil. Das heißt, du hast die ganze Sache jetzt fallen gelassen und streichst einfach Arbeitslosengeld ein und kriegst dadurch genauso viel, fast genauso viel wie, also würdest du Spargel stechen? Nein, ich kriege viel weniger davon ab. Weniger. Ich kriege auch kein Arbeitslosengeld, sondern Arbeitslosenhilfe, was an die so rollt. Aber ich sag mal... Was wäre denn deine Forderung? Meine Forderung? Das wäre eigentlich eine ganz normale Arbeitszeit, weil die von den Bauern kriegst du, was ja auch wirklich stimmt, kann man nicht abstreiten. Spargel, der hat kein Wochenende, der wächst jeden Tag. Ne? Du hast 7 Tage Woche, du hast nicht einen Tag frei, dass du mal, was ich, mal einen Muskelkater oder deinen Rücken mal ein bisschen auskurieren kannst oder sowas. Da. Du hast nichts, gar nichts. Die Bauern, die fordern nur, du musst... Ja gut, Bernd, aber das ist nun mal eine Saisonarbeit und da hast du halt mal keine Freizeit zwischendurch. Das ist nun mal so. Dafür hast du hinterher wieder umso mehr Freizeit. Die Saison dauert... Das ist bei mir ein bisschen anders, weil ich demnächst wieder woanders anfange, davon ab. Das ist bei mir anders. Aber trotzdem sehe ich das im Prinzip, finde ich das irgendwie... Also die Bauern, die meckern... Als ich zum Beispiel... Was willst du denn? Was ist deine Forderung? Nochmal die Frage. Was ist deine Forderung? Meine Forderung ist, sorry, ganz ehrlich. Der eine Bauer hat gesagt, naja gut, wenn wir die Ernte diesmal nicht schaffen... Dann, weil es gibt ja diese 85%-Quote da. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast. Weißt du, was ich meine? Sag mal deine Forderung. Halt jetzt mal keine langen Vorträge. Sag, was du willst. Unter welchen Bedingungen würdest du gerne arbeiten? Also die haben gesagt, die Bauern müssen 15% Deutsche anstellen dieses Jahr. Ne? So, und alles wunderbar. Und die dürfen aber nicht, also wie gesagt, sonst 100 Polen nehmen, sondern diesmal nur 85 und 15 Deutsche. Was ist deine, jetzt frage ich noch mal, und wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann lassen wir es sein. Was ist deine Forderung? Ich bin bemüht, meine Forderung ist ganz einfach, dass man erstmal genügend angelernt wird, zweitens genügend Zeit kriegt und drittens, so wie der eine Bauer gesagt hat, was wir nicht schaffen hier, dann kriegt ihr den Spargel mit nach Hause, damit ihr euch richtig mal satt essen müsst. Und was macht er jetzt? Also nicht nur hier in Niedersachsen, sondern überall, jetzt flügen sie das Ding um. Okay. Warum sagen die jetzt nicht einfach... Jetzt hast du das so gesagt? Das ist auch einigermaßen verstanden worden. Teilweise verstehe ich dich, teilweise verstehe ich dich nicht, weil das ist mir ein bisschen zu jammerig. Ich finde, dass man zupacken sollte, wenn es was zu arbeiten gibt, wenn auch deine Argumente teilweise überzeugend sind. Aber es schürt natürlich auch das Vorurteil, was du gerade jetzt so gesagt hast, die wollen es im Prinzip ja gar nicht. Die schieben mir andere vor. Die Bauern? Nee, ihr, du. Nee, du als Arbeitslose. Die Bauern schieben andere vor. Die wollen gar nicht, dass Deutsche kommen. Ja. Weil die zu lange, wenn ich in der Zeitung lese, die Deutschen schaffen 2 Kilo in einer Stunde, die Polen 8, das ist Schwachsinn, das ist überhaupt nicht wahr. Lieber Bernd, was steht als nächstes an? Was machst du? Du hast gerade gesagt, es gibt deinen nächsten Einsatz demnächst. Was machst du da? Da gehe ich auf eine Zuckerfabrik-Kampagne. Eine Zuckerfabrik? Ja. Aha, was machst du da? Da bin ich an der Probestation. An was? Probestation. Da probe ich dann die Rüben, da kann ich mich dann rächen bei den Bauern. Ah ja. Nee, ist so, aber... Na denn, dann viel Glück in der Zuckerstation. Ja. Danke für deinen Anruf. Alles klar. Okay. Tschüss, tschüss Bernd. Jetzt ist der Fred dran und Fred ist 24. Ja, schönen guten Abend, Domian. Schönen guten Abend, Fred. Ich möchte über das Thema Kleptomanie reden. Und zwar geht es da um mich. Ich habe heute eine Gerichtsverhandlung gehabt, bei der unter anderem auch diese Diebstähle zur Debatte standen. Du hast also einiges auf dem Kerbholz. Ne? Gehe ich von aus? Richtig. Ja, was hast du genau gemacht? Was hast du und wo gestohlen? Also Ladendiebstähle, ja, es waren zum Teil geringwertige Sachen, zum Teil etwas höherwertigere Sachen. Um wie viel Laden? Also teurer. Um wie viel Ladendiebstähle geht's? Also im Groben kann ich das gar nicht mehr so nachvollziehen, weil das ist schon seit meiner frühen Jugend, also in meiner sehr frühen Jugend. Und ich meine jetzt bei der Gerichtsverhandlung, wie viel ging's da? Da ging's um 4 Sachen. Um 4. Und was hast du da geklaut? Unter anderem Kosmetikartikel, Wäsche, im Prinzip Sachen, mit denen ich so gar nichts weiter anfangen kann. Schnickschnack.
Also, richtig. Kosmetikartikel vermutlich, die du gar nicht selbst benutzen kannst. Richtig. Mhm. Heute war die Verhandlung. Die Verhandlung war heute. Und zu was bist du verurteilt worden? Zu einem Jahr auf Bewährung. Mhm. Und hat man das anerkannt, dass das eine Krankheit ist? Es wurde berücksichtigt. Es wurde berücksichtigt. Also ich denke mal, wenn ich da heute das nicht zur Sprache gebracht hätte, mhm, dann wäre ich womöglich im Knast. Im Knast gelandet, richtig. Gab es ein psychologisches Gutachten oder dergleichen? Gab es nicht. Gab es nicht. Du hast es so erzählt, du hast es erzählt und man hat es dir geglaubt. Richtig, und es gab auch die Auflage, dass ich mich in psychologische Betreuung begeben müsste. Mhm. Also das ist jetzt auch verpflichtend für dich. Mehr oder weniger. Mhm. Findest du das richtig? Ich finde es sehr richtig. Ja. Und ich möchte das auch gerne auf die Reihe kriegen. Beschreib mir mal, Fred, damit ich das, als jemand, der so etwas noch nie erfahren hat, damit ich das verstehe. Was geht in dir vor, wenn du in einem Kaufhaus bist? Nehmen wir mal den Fall mit den Kosmetikartikeln. Du gehst durch diese Abteilung. Was geht da in dir vor, welches bewirkt, dass du dann zugreifst und das klaust? Es ist schlecht zu beschreiben. Es ist einfach nur so eine Art, ja, innere Stimme. Man möchte Sachen haben, mit denen man im Prinzip überhaupt nichts anfangen kann. Warum klaust du denn dann nicht Sachen, mit denen du was anfangen könntest? Dann hättest du ja noch im weitesten Sinne irgendwo noch einen Sinn da. Wie gesagt, das kann man nicht so richtig nachvollziehen. Mhm. Es sind nicht alles Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann. Was machst du denn dann mit den Sachen? Zum Teil verschenke ich sie, zum Teil werden sie wieder weggeschmissen, zum Teil liegen sie rum, andere Sachen werden verkauft. Nochmal die Situation. Du bist im Kaufhof, in der Kosmetikabteilung. Die innere Stimme sagt dir, nimm es. Oder tu es, oder was? Ja, man muss sich das nicht so vorstellen, dass ich da einen Mann im Ohr sitzen habe. Nee, ist klar. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Dann tust du das. Ich stecke es einfach ein, weil ich dafür nicht bezahlen will oder nicht bezahlen kann. Mhm. Wenn du das dann eingesteckt hast und rausgehst, was geht dann in dir vor? Was hast du dann für ein Gefühl? Ich habe, ja, irgendwo Schiss, erwischt zu werden. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwo eine Befriedigung, das eingesteckt zu haben. Ist es auch so ein kleiner Triumph, es mal wieder geschafft zu haben? Naja, zum Teil. Mhm. Das ist. Hast du bisher in deinem Leben nur, Anführungszeichen, nur in Geschäften und Kaufhäusern geklaut? Oder hast du auch Freunde und Privatpersonen beklaut? Nein, das habe ich noch nicht gemacht und das werde ich auch nicht machen. Mhm. Also Freunde oder generell Bekannte, das ist tabu, sage ich mal. Und das geht, sagtest du gerade, es geht sehr viele Jahre schon so? Richtig. Mhm. Haben das deine Eltern früher auch mitbekommen? Meine Eltern wissen darüber sehr, sehr wenig. Mhm. Die haben nur einen ganz, ganz geringen Teil mitbekommen. Mhm. Die wissen auch nicht, dass ich an Kleptomanie leide. Mhm. Das habe ich für mich jetzt erst in kürzerer Zeit jetzt festgestellt. Wie hast du denn mit jemandem darüber geredet oder hast du es für dich selbst so eingesehen? Ja, ich habe es für mich selbst eingesehen und ich habe auch mit meiner Freundin darüber gesprochen. Mhm. Nur das Problem ist, meine Freundin kann mir dabei nicht helfen. Mhm. Deshalb ist natürlich. Und ich denke mal, dass ich den Glauben an mich selber verloren habe, dass ich es auch schaffe, davon loszukommen. Und ich denke mal, dass es von daher ja notwendig ist, dass ich psychologische Betreuung bekomme. Also Fred, ich glaube, du bist jetzt bei dieser Gerichtsverhandlung nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Du hast ein Jahr auf Bewährung. Das bedeutet ja eine Chance. Ja. Und den Glauben an dich kannst du wiedergewinnen, wenn du jetzt einen guten Fachmann findest, mit dem du arbeiten kannst, an dir arbeiten kannst, um diese Krankheit, diese Sucht in den Griff zu kriegen. Das ist das Problem. Ich finde es auch gar nicht schlimm oder tragisch oder letztendlich für dich ein Armutszeugnis, dass du das nicht alleine schaffst. Das ist nun mal so. Es gibt viele Sachen, die man, Krankheiten aller Art, körperlich und seelisch, die man eben nicht alleine heilen kann. Dafür sind die Leute ja nur da, die Psychologen, in dem Fall. Für Leute, die daran nicht leiden, für die ist das vielleicht sehr, sehr schwer, beziehungsweise gar nicht nachzuvollziehen. Mhm. Nur das Problem ist heutzutage,
muss man erstmal einen Platz für eine psychologische Betreuung finden. Mhm. Und da gibt es sehr lange Wartezeiten. Mhm. Hast du dich da schon erkundigt? Ich habe mich da jetzt schon erkundigt, beziehungsweise ich habe bei einigen Leuten angerufen. Mhm. So, und entweder ist da gar keiner rangegangen, Anrufbeantworter war dran, oder aber es wurde gesagt, dass das aus privater Tasche bezahlt wird. Pass auf, da gibt es aber auch natürlich andere Mittel und Möglichkeiten. Und über die wirst du gleich von uns informiert, nämlich von meinem Psychologen, der heute Nacht hier ist. Das ist der Peter. Der ruft dich gleich nochmal an und dann kann der dir da ein paar praktische Hinweise geben. Mhm. Ist das okay? Ich habe noch eine Frage an dich. Was hast du denn bisher so beruflich gemacht mit deinen 24 Jahren? Ja, beruflich bin ich Maurer, der aber auch sehr, sehr häufig und sehr, sehr viel arbeitslos war, weil ich zu ehemaligen DDR-Zeiten habe ich nur einen Teilverarbeiter gelernt und das wird hierzulande nicht mehr anerkannt. Das heißt, im Moment bist du auch arbeitslos? Richtig. Mhm. Also auch nochmal im Hinblick auf deine Zukunft ist es natürlich super, super wichtig, dass du all diese Sachen jetzt in den Griff bekommst. Die nächste Verurteilung wird wahrscheinlich nicht auf Bewährung laufen. Das denke ich mir auch. Und dann hast du dein Leben gänzlich versaut. Oder es wird alles noch viel, viel, viel schwieriger. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie lange meine Freundin das noch mitmachen eben. Es hängt ganz viel dran. Persönliche Sachen und dann berufliche Dinge auch. Leg jetzt mal auf und der Peter wird dich gleich nochmal anrufen und dich da so ein bisschen impfen, wie man das anstellt, dass du recht bald in eine Therapie kommst. Okay. Ja, ich wünsche dir alles Gute, Fred. Oh, eins wollte ich noch sagen. Ja. Deine Sendung finde ich sehr, sehr toll. Ich finde es gut, dass es so eine Möglichkeit gibt, dass man mit jemandem darüber reden kann. Mhm. Mit jemandem, der nicht so zum engeren Familienkreis oder Bekanntenkreis gehört. Mhm. Vielen Dank, Fred. Das ist wahrscheinlich eine Sache, wo es Leuten wie mir leichter fällt, darüber zu reden. Ja, zumal es auch anonym hier ist. Ne? Man sieht dich ja nicht. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, leg auf und du wirst gleich zurückrufen. Okay. Tschüss, Fred. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, draußen im weiten Lande, 1.32 Uhr und 27 Sekunden und jetzt machen wir ein Päuschen. Und 33 Sekunden, hier ist 1 Live, Radio 1 Live, WDR Fernsehen, hier ist Domian und ihr könnt mich einfach anrufen heute Nacht zu jedem Thema, das euch auf den Nägeln brennt, über das ihr einfach gerne mal reden wollt oder über das ihr gerne mit mir reden wollt. Die Telefonnummer 0180 5678 111, die Faxnummer 0180 5678 110. Und mailen könnt ihr uns auch unter 1live@wdr.de. 1live@wdr.de. Jetzt bin ich gespannt auf Matthias. Und Matthias ist 17. Ja, hallo, Julia. Matthias. Ich habe ein Problem mit meiner Freundin. Ja. Also noch Freundin. Und zwar war das, weil ich so, also sozusagen fremdgegangen bin. Mhm. Und also wir sind seit einem halben Jahr zusammen. Und also für mich ist das auch die große Liebe, so, also alles irgendwie perfekt und wir haben auch schon alles zusammen geplant, irgendwie so später mal und Heirat, silberne Hochzeit, goldene Hochzeit, so in der Richtung. Ja, genau so. Ja. Und schon alt werden zusammen natürlich. Und all sowas. Altersheimplatz ist auch schon bestellt. Ja, genau. Ja, finde ich gut. Und wann bist du fremdgegangen? Jetzt war ich Samstag auf einer Party ohne ihr und da habe ich eigentlich also ziemlich viel getrunken. Mhm. Und dann ist das so gekommen, dass ich dann mit einem Mädchen rumgemacht habe. Was heißt rumgemacht? Rumgemacht alles heißt... oder nur geknutscht? Ja, erst war das so rumgeknutscht, dann sind wir nachher zu ihr nach Hause gegangen
Und da ist dann aber nichts mehr gelaufen, weil, also während wir da rumgeknutscht haben, da war mir das nicht so ganz klar und dann bin ich wieder einigermaßen nüchtern geworden bei ihr. Und dann bin ich am nächsten Morgen nach Hause gekommen. Also, ach, du hast aber bei ihr gepennt, bei dem Mädchen, bei der Freundin. Ja, ich habe bei der gepennt. Aber es ist nichts passiert. Ja. Und ja, dann bin ich gestern nach Hause gekommen und das hat mich dann den ganzen Tag total geschlaucht. Und ich wusste echt nicht, was ich machen sollte. Ich habe mit ziemlich vielen Leuten telefoniert und die meinten alle was anderes, also ob ich ihr sagen sollte oder nicht und so. Und dann, ja, dann habe ich das halt beschlossen, dass ich dann noch zu ihr fahre. Sie wohnt also ziemlich weit weg und dann bin ich halt per Anhalter noch da um 10 Uhr hingefahren. Zu deiner Freundin? Zu meiner Freundin. Ja. Und ich hatte vorher noch mit ihr telefoniert und da, ich konnte einfach nicht mehr mit ihr reden irgendwie, ohne ihr das zu sagen. Und dann bin ich halt direkt hingefahren, habe sie dann geweckt, sie ist dann rausgekommen und ich habe ihr das dann gesagt und sie meinte dann direkt, ja, dann das war's dann. Ach, ein dummes Ding. Ja. Ja. Und, ja, erzähl mal weiter. Ja, dann, war ich halt ziemlich fertig und sie hat mir dann auch direkt meine Sachen, die ich noch bei ihr hatte, rausgebracht und sie hat dann auch geweint und ich auch und, dann wusste ich nicht, wie ich nach Hause kommen sollte, aber ihr Bruder hat mich dann nach Hause gefahren und, ja, heute Morgen, also gestern Abend bin ich dann direkt schlafen gegangen und heute Morgen soll ich zur Schule, meine Eltern haben mich geweckt und irgendwie, ich konnte nicht zur Schule gehen, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Meine Eltern haben das nicht richtig verstanden und dann haben sie auch noch ziemlich rumgemotzt. Ja, und dann bin ich halt total zusammengeklappt und... Matthias, hat sich heute irgendwas getan? Hast du mit deiner Freundin heute telefoniert? Oder ja, ich habe eben mit ihr telefoniert. Und? Und da war das wohl auch so, dass sie meinte, ja, sie wüsste nicht, ob das noch was geben könnte. Also ich habe sie voll angefleht, dass sie mir noch eine zweite Chance geben sollte, aber sie meinte, sie könnte mir auch nie mehr vertrauen. Und wie alt ist die? Sie ist auch 17. Auch 17. Aber es hört sich jetzt schon ein bisschen gemäßigter an als gestern Abend. Oder? Ja, es ist, also vielleicht eine kleine Chance besteht schon. Nur also ich will dir Folgendes sagen. Ich finde, das, was du da gemacht hast, ist natürlich nicht toll und nicht dolle. Aber du hast es ja nicht zu dem Äußersten kommen lassen. Du warst besoffen und hast mit einem Mädchen rumgeknutscht. Ist nicht schön, aber kann vielleicht mal passieren. Dann hast du, was ich auch sehr respektabel finde, du hast das deiner Freundin sofort erzählt und hast sie dann auch gleichzeitig um Verzeihung gebeten. Also ich finde dieses Verhalten von deiner Freundin beschissen. Hoffentlich hört sie ihr zu. Kann es sein? Nee, es kann sein. Also ich nehme das auf. Ich hoffe, sie... Zeig es ihr bitte. Wie heißt sie? Nele. 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 Liebe Nele, ich habe jetzt ein paar Minuten erst mit deinem Freund gesprochen, mit Matthias. Und ich habe den Eindruck, dass das ein netter Kerl ist. Und du musst es ganz, ganz hoch schätzen, dass er sofort zu dir gekommen ist und er dir rein Wein einschenkt. Und das hat mit eurer Liebe überhaupt gar nichts zu tun, was da passiert ist. Und das ist ja auch gar nicht mal so was ganz Schlimmes passiert. Gib ihm um Gottes Willen nochmal eine Chance, wenn du ihn gerne hast. Und so wie er es gerade geschildert hat, habt ihr euch ja sehr gerne. Das ist ein kleiner Vorfall gewesen. Darüber muss man hinweggehen. Wer groß liebt, muss auch groß verzeihen können, liebe Nele. Zeig dir das bloß morgen. Ja, ich wollte dann noch was sagen. Also es war auch wegen Vertrauen. Ihre Eltern haben sich vor einiger Zeit, also haben sich getrennt. Und für sie war das halt ein ganz großer Vertrauensbruch ihrer Mutter. Klar. Und jetzt findet sie, das ist auch ein ganz großer Vertrauensbruch. Klar, ich will das ja nicht schönreden, was du da gemacht hast. Aber ich finde es nicht so ganz dramatisch, dass man so eine schöne, junge, neue Liebe, wie ihr sie da habt, so hast du es ja geschildert, dass man das dadurch dann über Bord kippt. Okay. Auf keinen Fall. Ich weiß echt nicht, also wenn das jetzt wirklich auseinander geht, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also, ich habe doch die Hoffnung, lieber Matthias, dass die Nele da, je mehr sie drüber nachdenkt, vielleicht doch mal ins Grübeln kommt und dir nochmal eine Chance gibt. Du bist auch sicher, dass sie dich, also bis zu diesem Vorfall, sehr gerne gehabt und sehr geliebt hat. Ja. Dann mach ihr mal schnell eine Kopie von diesem Band oder schick das Band original morgen ganz blitzschnell zu ihr. Vielleicht habe ich ja so ein ganz kleines bisschen Einfluss auf sie. Ich würde, Nele, ich würde es auch nicht schönreden, wenn der Matthias wirklich Scheiße gebaut hätte. Ich würde das auch jetzt hier sagen. Ich würde es ihm auch direkt jetzt in die Ohren sagen. Aber ich finde, man sollte ihm verzeihen. Matthias, ich drücke dir wirklich die Daumen. Okay, und dann wünsche ich, dass ihr beiden, Nele und du, schön glücklich werdet demnächst. Ja, ich hoffe es. Und ich wollte noch über dich mal sagen, dass ich sie ganz doll liebe. Klasse, alles klar. Okay, tschüss, danke. Matthias. Ciao. Tschüss. Ute, 32. Hi. Ute. Ja, hallo. Ute sitzt am Telefon und träumt. Nein, weil du in 32 gesagt hast, deswegen habe ich nicht... Bist du nicht 32?
Doch, ich bin 32. Sagen wir einfach 32. Okay. So, was ist los? Ich habe ein Problem, und zwar geht es um folgendermaßen, es geht um Sterbehilfe. Aber nicht Sterbehilfe gegenüber jemandem Kranken, sondern für mich. Mhm. Ich möchte von dieser Welt gehen. Aber noch nicht jetzt. Also mein Problem ist, ich bin vor Jahren, das sind ja schon etliche Jahre, hatte ich schon mal einen Selbstmordversuch, weil mein Freund mich dazu mal verlassen hat. Aber das war nicht das erste Mal, dass er mich verlassen hat. Es war also... Wer hat dich verlassen? Mein Freund. Dein Freund. Und ich hatte dazu mal eine schwierige Operation und stand kurz vor der Entscheidung. Ich hatte einen Darmverschluss. Es hieß, ich hätte nur noch 2 Stunden. Ich musste mich also entscheiden, weil ich mich eigentlich nicht operieren lassen wollte. Und ich hatte dann gedacht, naja gut, du hast einen Freund, du hast eine Mutter, weil mein Vater ist vor 10 Jahren gestorben. Da hast du noch jemanden, wo du dran denken musst, und ich habe mich dazu mal operieren lassen. Und kurz danach hat mich da mein Freund verlassen. Mhm. Ich habe daraufhin dann Selbstmordversuch gestartet. Der ist aber leider schief gelaufen. Ich bin leider Gottes nächsten Tag wieder aufgewacht, ganz normal. Und ja, meine Mutter hatte dazu mal diesen Abschiedsbrief gefunden, den ich ihr geschrieben hatte. Und sie las den und meinte, ich darf das nie wieder tun, denn sie braucht mich noch. Jetzt ist es aber so, dass sie schon seit 6 Wochen jetzt im Krankenhaus liegt. Sie hatte vor 4 Jahren, hat sie den ersten Krebs besiegt. Das war ein Gebärmutterhalskrebs. Den hatte sie besiegt. Da wurde Bestrahlung gemacht, weil sie sonst wollten, dazu mal nicht operieren, weil ihr Herz das nicht mitmacht. Und jetzt ist es so, dass sie erst mal eine Woche lang falsch behandelt worden ist auf Magen. Mhm. Da kann man leider nichts machen. Man kann auch die Ärzte nicht angehen, weil die halten alle so zusammen. Jetzt ist sie seit 2 Tagen nach Ostern operiert worden. Mhm. Wir haben jetzt glücklicherweise die ganzen Ergebnisse bekommen. Sie hat also eine Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Also sie ist unheilbar krank. Genau, der ist entfernt und worden. Und du meinst, ich fasse das mal jetzt zusammen, was ich mir denke, was du da erzählst, dass du jetzt gar nicht mehr oder vielleicht in absehbarer Zeit gar nicht mehr gebraucht wirst. Genau, es ist so, dass man ihren Teil entfernt hat, neue Verbindung setzen muss. Unter anderem hat sie einen Abszess, der diese Verbindung wohl immer wieder zerfrisst und diese Verbindung eben nicht heilt. Also du meinst, dass deine Mutter in absehbarer Zeit sterben wird? Das hat man uns gesagt. Man hat uns gesagt, dass sie entweder schon im Krankenhaus noch sterben wird. Es kann aber auch sein, sie ist schon 68, dass sie vielleicht noch ein paar Monate hat. Selbst wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, kommt sie an eine Reha-Klinik. Es kann auch sein, dass sie noch ein paar Jahre hat oder viele Jahre hat. Ich hoffe, dass sie noch ein paar Jahre hat, damit wir uns noch vorbereiten können. So, Ute, jetzt möchte ich über dich reden. Jetzt habe ich das verstanden mit deiner Mutter und dem familiären Umfeld. Bist du verheiratet eigentlich jetzt im Moment? Nein, ich lebe bei meiner Mutter. Aufgrund dessen, weil mein Vater vor 10 Jahren gestorben ist, bin ich bei meiner Mutter geblieben. Ja, damals verlassen worden von dem Freund, dann ist auch nichts Neues mehr entstanden. Nein. Jetzt begründe mir bitte, du bist jetzt eine gesunde Frau. Ja, ich bin jetzt wieder gesund. Ja, wieso du aus dem Leben scheiden möchtest? Weil ich eigentlich nur noch hier geblieben bin, als Stütze für meine Mutter, weil mein Vater dazu mal gegangen ist. Hast du selbst gar keinen Spaß am Leben? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Ich habe das schon seit Jahren nicht mehr. Ich habe also nach dieser Beziehung 2 Jahre gebraucht, bis ich mich eigentlich wieder stabilisiert habe, bis ich wieder ich selber geworden bin. Mhm. Nun ist das Ute. Ich gehe jetzt mal immer ein bisschen dazwischen, ne, damit wir so ein bisschen einen Dialog machen können. Wir alle, fast alle Menschen, die jetzt zuschauen und zusehen, sind schon verlassen worden. Und kennen das Ende einer Liebesgeschichte und kennen auch die Schmerzen, die damit verbunden sind. Und alle können auch nachvollziehen, dass man oftmals am Anfang so an Selbstmord denkt. Stimmt. Aber wie kommt das, dass sich das jetzt so viele Jahre bei dir hinausgetragen hat? Das ist, weil ich in diesen Jahren, wo ich mit meinem Freund zusammen war, ich wollte es nie glauben, aber ich habe es eigentlich nach diesem Verlassen, diese 2 Jahre eigentlich alles erarbeitet und dadurch bin ich auch drüber hinweg. Ich bin aber allerdings das waren 7,5 Jahre, finanziell ausgenutzt worden. Ich habe viele, viele Schulden gemacht. Mhm. Ich hatte so viele Schulden, dass mir noch nicht einmal die Bank mehr einen Kredit gegeben hat. Aber das ist jetzt vom Tisch, die Schulden? Nein, die sind eben noch am Laufen. Aber die Schulden sind nicht der Grund, dass du dir dein Leben nehmen möchtest? Nein, das gehört ein Teil damit zu, weil ich eben sozusagen auch aus diesem Grund bei meiner Mutter eben wohne, weil ich alleine nicht auf Beinen stehen kann, auch finanziell nicht. Wie viele Schulden sind das noch? Ich habe jetzt noch, ich muss noch 1 Jahr zahlen. Ich habe aber zwischenzeitlich schon wieder etwas Neues aufgenommen, weil ich eben auch in so einen Kaufrausch komme, wo ich dann eben... Also du musst ein Jahr zahlen, das heißt... Ich muss jetzt noch ein Jahr zahlen. Es ist nicht so ganz dramatisch viel mehr. Nein, es ist nicht mehr dramatisch viel. Jetzt frage ich dich nochmal, gibt es nichts in deinem Leben, nichts in deiner Fantasie,
wovon du denkst, dafür lohnt es sich zu leben. Das ist schön. Ja, ich hätte zwar einen Traum, aber dieser Traum wird sich wahrscheinlich nie erfüllen. Beschreib mir mal diesen Traum. Ich bin ein großer Kelly-Fan. Mhm. Und ich würde gern, also ich sage mal, mit denen befreundet sein oder mit denen mal reden, weil die haben ihre Mutter ja auch an mhm. Krebs verloren mhm. und haben unter anderem auch eine Menge Probleme und so, die sie bewältigen müssten. Also ich wäre froh oder ich sage mal, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich träume wirklich eben in diese Familie dazu zu gehören, mhm. da hinein zu heiraten oder wie das auch natürlich immer. Jetzt ein bisschen, es ist absolut Fantasie, ne? Ja, ist klar. Das ist eigentlich Spekulation und Blödsinn. Ne? Ja, eigentlich. Da kann obwohl man so manche Träume erfüllen sich ja doch. Ja, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du in die Kelly-Family einer heiraten kannst, ist doch eher sehr gering. Wahrscheinlich wirst du eher zweimal sechs im Lotto gewinnen, vielleicht. Ja, stimmt. Ich tue mich sehr schwer, bei dem, was du alles erzählt hast, das richtig ernst zu nehmen. Es gibt sogar so ein Gefühl im Moment, dass ich denke, die Ute spinnt. Ja, die ist gesund, die hat so viel Schulden auch nicht mehr im Hals. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen es wirklich super scheiße geht und die was aus ihrem Leben machen. Und du erzählst mir irgendwas von einer fernen Beziehung, wo man dich enttäuscht hat, was ja auch alles okay ist, dass du das so empfindest. Und du willst dein Leben, das Kostbarste, was wir haben, einfach in den Dreck werfen. Ja, das Problem ist eigentlich, weil ich sehr, sehr, sehr an der Mutti hänge und weil ich eigentlich mit der Mutti eben, also das ist wie... Mhm. Ja, Mann und Frau, mhm. wie einer braucht den anderen. Sie braucht mich, ich mhm. brauche sie. Und du hast sonst keine Freunde? Ich habe keine Freunde mhm. mehr. Ich habe alles in dieser Beziehung reingesteckt und alles in dieser Zeit auch mein eigenes Leben kaputt gemacht. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in einem Werk. In einem Werk. Du bist ja. Arbeiterin oder Angestellte oder was machst du? Arbeiterin. Mhm. Das ist aber das Einzige, was ich habe. Ich gehe mhm. aus dem Haus, ich gehe arbeiten, ich komme wieder nach Hause mhm. und ich verbringe mein Leben zu Hause. Natürlich werde ich dir da jetzt nicht gegensprechen. Das ist ganz schlimm, wenn man die Mutter verliert und dass du alles Mitgefühl dieser Welt auf deiner Seite hast und auch meines, wenn du das erzählst, ist völlig klar, Ute, ist völlig klar. Aber ich finde, selbst das ist kein Grund, das eigene Leben wegzuschmeißen. Würde deine Mutti das wollen, dass du dich nach ihrem Tod auch umbringst? Nein, das glaube ich nicht. Ja, siehst du. Sie ist jetzt schon 6 Wochen lang weg mhm. und ich habe es jetzt schon mitgekriegt, es ist jetzt wirklich jeder Tag. Ich steigere mich hier zu Hause in die Arbeit, die sie mhm. vorher gemacht hat, hinein. Weißt du, was deine Mutti würde wollen? Die wäre am glücklichsten, wenn du nach ihrem Tod auch glücklich würdest, Ute. Ja, ich glaube schon, aber... Und dann dafür, tu auch was dafür. Dafür bräuchte sie Zeit, um zu sehen und ich auch, damit eben sie in Ruhe gehen kann und sehen kann, das Mädel kommt zurecht. Ich denke mir schon, also der einzige Gedanke, der sie vielleicht jetzt noch aufrecht hält im Krankenhaus, wird wohl sein, dass sie sich Sorgen um mich macht, dass ich nicht zurechtkomme. Ich nehme an... Da musst du ihr signalisieren, dass du zurechtkommst. Das wird sie sehr beruhigen und das wird sehr leicht dann für sie sein. Ja, ich will aber nicht, dass sie geht. Ja. Daran wirst du nichts ändern können, Ute. Weil es ist auch so, dass ich habe zwar noch Geschwister, aber die werde ich dann auch nicht mehr mhm. haben. Ich bin sozusagen Einzelgänger in dieser Familie. Mhm. Und es ist jetzt schon so, dass die ganze Arbeit wirklich nur an mir hängen bleibt. Und ich Pass schaffe auf. Das nicht mehr. Mhm. Liebe Ute, ich habe kein gutes Gefühl, mich jetzt einfach so von dir zu verabschieden. Ist klar, Jürgen. Ich habe auch nur eine Frage. Ich möchte, lass uns das vorher eben klären. Ich möchte sehr, sehr gerne, bitte stimme dem zu, dass du auch mit Peter jetzt gleich noch ein bisschen redest. Ja. Ja, das ist mit meinem Psychologen. Du wolltest gut. mich aber noch was fragen. Ich habe aber nur noch eine Frage, ja. weil ich habe vor Monaten oder Wochen mal, es kann auch sein, dass ich mich anders entscheide, dass ich irgendwann vielleicht zurechtkomme. Mhm. Aber falls ich in diesen Schritt gehen möchte, ich habe das ja wie gesagt schon einmal versucht mhm. und es hat nicht geklappt. Nur wenn ich mich zu diesem Schritt entschließe, ganz ist er noch nicht fest. Mhm. So viel möchte ich auf jeden Fall mhm. sagen. Aber es ist eben so, dass ich vor Monaten oder Wochen gab es mal einen Bericht über diese Todesspritze, mhm. wo auch Schauspieler und Sänger sich diese Spritze aneignen, wenn sie mal krank mhm. sind oder so, dass sie in Ruhe einschlafen können. Da gibt es irgendwie eine Organisation oder einen Verein oder wie auch immer. Ich habe schon überall angerufen, Seelsorge und so weiter. Die können mir alle nicht weiterhelfen. Ich würde sagen, dass all diese Sachen werden wir jetzt hier aussparen. Und das ja. besprichst du mit meinem Psychologen, mit dem Peter. Ja. Machen wir das so, liebe Ute. Ja. Und denk doch nochmal drüber nach, was wir gerade so beredet haben. Und
gib auch dem eine Chance, was Peter dir jetzt gleich sagen wird. Ja, mache ich. Alles Gute und auch deiner Mutti alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss, Ute. Tschüss. Jetzt begrüße ich Daniel 18. Hi, Daniel. Ja, hallo. Daniel, bleib mal eben dran. Ich will mal noch kurz sagen, wenn ihr mich per Telefon erreichen wollt, dann solltet ihr wählen 0180 5678 111. Das hast du auch gemacht, Daniel. Ja. Jetzt zu dir und deinem Thema. Ja, also ich habe ziemlich großen Mist gebaut. Ich habe mit 4 Mädchen was auf einmal gehabt. Mit 4 Mädchen auf einmal? Ja. Hey. Und zwar hatte ich erst eine Freundin, da lief auch alles super und gut. Und ja, dann fingen die kleinen Krisen des Alltags an. Dann habe ich mich irgendwie wieder auf meine Ex-Freundin zurückberufen, weil die hat mir noch was gegeben, was sie mir nicht geben konnte. Währenddessen warst du mit der einen Frau noch zusammen und dann kam die Ex-Freundin, hast du auch mit eingebaut in dein Leben? Ja, beide parallel. Und dann? Ja, und dann hat mir eines Nachts, da waren wir zelten, da hat mir meine Tanzpartnerin, von der ich vor über anderthalb Jahren was wollte, hat mir gestanden, dass sie total in mich verliebt ist. Das dann konnte ich nicht widerstehen, dann habe ich mit ihr auch noch was angefangen. Im Zelt? Ja, wir sind dann, das war so ein Zelt, mein Ex-Sandstein, das ist bei uns so Kultstein und da sind wir dann ja in der freien Natur die ganze Nacht durch spazieren gegangen. So, jetzt habe ich aber erst 3. Ja, und dann waren wir bei ihr auf dem Sit-In. Und dann musste sie schon schlafen gehen, weil sie am nächsten Tag Schule hatte. Bei welcher jetzt? Bei welcher? Ja, die Tanzpartnerin. Ja, und dann war da nur noch ihre Schwester und ich. Dann hat die mir gestanden, dass die auch noch total in mich verknallt ist. Und da konntest du natürlich wieder nicht widerstehen. Und da habe ich gesagt, lass uns keinen Scheiß machen, jetzt auf keinen Fall. Und ja, wir hatten schon ziemlich was drin und so. Und dann hat es ungefähr noch eine Stunde gedauert und dann... Dann habt ihr Scheiß gemacht. Ja. Wie lange liegt das alles zurück jetzt? Das liegt jetzt eine Woche zurück. Ach so, das ist noch super frisch. Ja. Das heißt, also wir fusseln das mal auseinander. Es gibt immer noch eine eigentliche Freundin, ne? Seit gestern nicht mehr. Seit gestern nicht mehr. Also im Moment stehst du ganz alleine da, oder wie? Ja, richtig. Hat die eine Freundin das rausgekriegt? Ja, ein Freund von mir, oder damaliger Freund, hat ihr das erzählt wohl. Und ja, dann meinte sie nur ganz eiskalt so, ja, ich habe da was gehört und dann war das wohl. Ist sie gegangen. Kann man ja auch verstehen, ne? Ja, das Mädel. Oder du nicht, doch auch, ne? Doch, aber sie hat so gefühlskalt gesagt. Ja, du warst ja auch gerade nicht gefühlvoll. Stimmt. Was du da gemacht hast. Es tut mir so leid, das Ganze. Was hast du denn jetzt gelernt aus der ganzen Story? Ja, das weiß nicht so. Dieses Betrügen und Lügen und so, das bringt es nicht. Also 4 Frauen auf einmal ist natürlich auch schon ein Hammer, ne? Ja. Hast du den Eindruck, dass es unwiderruflich, dass sie weg ist, die Freundin? Die ist auf jeden Fall weg. Und ich habe aber Glück, dass meine Tanzpartnerin noch mit mir spricht. Die Tanzpartnerin? Ja, die wusste ja auch erst nicht, dass ich sie mit ihrer Schwester betrogen habe. Ist das denn auch rausgekommen? Das hat dieser gewisse Freund ihr dann auch erzählt. Jetzt weiß sie es also? Jetzt weiß ich. Und sie hat dir verziehen? Sie hat mir verziehen, aber ich glaube so, das Vertrauen wie damals ist nicht mehr da. Also vielleicht wäre es ganz, ganz schlau, wenn du Tabula Rasa machen würdest, sprich, dass du den Kontakt zu all diesen ganzen Frauen jetzt einschlafen lassen würdest und nochmal von vorne anfängst in Sachen Frauen und dich dann erstmal auf eine konzentrierst. Ja, also ich habe, wie gesagt, ich war mit der anderthalb Jahre lang befreundet und ja, wir haben uns jetzt gesagt, wir wollen wieder halt Freundschaft und lassen das erstmal langsam angehen, das Vertrauen erstmal langsam aufbauen. Also du hast Mist gebaut, hast aber gleich die Rechnung präsentiert bekommen. Jetzt stehst du da wie ein begossener Pudel, zu Recht auch, und du musst sehen, wie du rauskommst und dass du solche Fehler nicht normal machst. Daniel. Ja, ist schon ziemlich scheiße. Mann. Aber man kann ja, aus Schaden wird man ja klug, ne? Wie man so schön sagt. Also, ja. Daniel, Mensch, nicht nochmal sowas bitte. Ich will sowas nicht nochmal hören. Alles klar? Okay. Tschüss. Alles klar, dankeschön. Ciao. So, Ines, 36. Ines? Es dauert immer so lange, bis die Leute dann sagen, ja, hier ist Ines. Ines, hallo? Ja. Ja. Hallo. Wo steckst du? Ja, ich stecke hier. Mir ist mein Telefon runtergefallen. Ich rufe hier schon ins Land hinein. Ines. Ja, da bin ich. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Ines.
Ja, ich bin jetzt ganz schön aufgeregt. Mensch, ich kann auch. Kann man wohl sagen. Über was reden wir denn eigentlich jetzt? Ja, über meinen tollen Führerschein, über den ich schon seit Januar am Mache. Den du seit Januar am Machen bist? Ja. Wie viele Fahrstunden hast du denn schon? Ich gehe mal so, ich glaube 54 oder 56. Boah, 54, 56. Du bist keine geschickte Fahrerin, interpretiere ich daraus, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde wohl immer eine schlechte Fahrerin sein. Allerdings, ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es am Fahrlehrer liegt oder so, ich weiß es nicht. Hast du denn schon Prüfungen gemacht? Ja, die schriftliche. Ah ja. Schon am 9. März. Achso, aber du bist noch nicht durch mehrere praktische Prüfungen durchgeflogen? Nein. Noch keine. Da hat mir noch keine Chance gegeben. Wann steht die an, weißt du das? Nö. Nee. Die stand an morgen. Ah. Und jetzt heute hat mein Fahrlehrer zu mir gesagt, ja, jetzt haben wir alle Sonderfahrten weg, also Autobahn, ne, und so weiter und Landstraße. Und heute fangen wir dann an, erstmal Autofahren zu lernen. Ja. Ein charmanter Fahrlehrer. Ja, und deswegen weiß ich nicht, ist das jetzt noch normal oder ist das nicht mehr normal? Ja, ich kann das schlecht einschätzen. Also wie geschickt du dich verhältst so beim Autofahren. Hast du denn Angst vor dem Autofahren, wenn du dich in das Ding reinsetzt? Ich habe Angst, auf jeden Fall. Mhm. Und was? Aber er hat ja noch einen anderen Fahrlehrer, mit dem bin ich schon ungefähr 20 Stunden gefahren. Ne? Und der sagt immer, gut, perfekt, super, ich soll ein bisschen mehr das machen, ein bisschen mehr das machen, Schulterblick und so weiter, ansonsten gut. Mhm. Sitze ich mit denen im Auto, geht gar nichts mehr. Aha. Gar nichts mehr. Also er hat kein gutes didaktisch-pädagogisches Feeling. Ich sag mal so, würde ich mal sagen. Ja. Und kannst du das denn nicht so bewerkstelligen, dass du dann immer mit dem fährst, mit dem du gut kannst? Das ist nur eine Aushilfe. Der fährt nur am Samstag für ihn, weil er dann eben wohl dann Motorradprüfungen macht. Und er fährt dann so die langweiligen Fahrten, also über Land und Autobahn und so weiter, ne? Tja, und die scheinen sich wahrscheinlich nicht zu unterhalten untereinander, wie ich nun war und so. Ja, und dann fange ich wieder bei Null an. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also Ärzte kann man so ganz einfach wechseln. Kann man Fahrlehrer auch einfach wechseln? Das wollte ich dich ja gerade mal fragen. Also es liegt schon ziemlich lange zurück, dass ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Ja, und ich weiß es auch nicht. Also ich möchte es aber, ich will ihn auch irgendwie nicht verletzen. Er ist ein Stammkunde, weil ich arbeite an der Tankstelle. Ach so. Und so, ne? Und irgendwie ist es ein komisches Gefühl. Ja. Und ich möchte es eigentlich tun, aber ich traue mich nicht. Aber das solltest du, weil es ist ja offensichtlich so, dass dieser Mann dich in irgendeiner Weise verunsichert. Ja, ne? Und die Kollegen und so weiter sagen auch, dass langsam das den Ausnutzen aus. Ja, eben. Das kann man ja ganz charmant sagen, indem du sagst, du hast den Eindruck, dass so die Chemie nicht so richtig funktioniert, dass du ihn sehr schätzt und bla bla bla, aber letztendlich, dass du dich dann doch vielleicht für einen anderen entscheidest. Ich glaube, das geht schon. Dann musst du halt bei dem noch mal ein paar Stunden machen. Ja, jetzt noch? Ja, ich weiß nicht, ob das anerkannt wird. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Da musst du dich mal erkundigen. Ja, gibt es denn etwas, wovor du besonders Angst hast beim Autofahren? Was denn? Fahrstreifenwechsel. Fahrstreifenwechsel? Ja. Wenn ich einen Hindernis vor mir sehe, ich kann das nicht einschätzen, ist das jetzt eine Ampel, steht da jemand oder muss ich da jetzt vorbei oder muss ich da aufstehen bleiben? Da habe ich keine Ahnung. Wenn dir das Autofahren doch irgendwie so Missbehagen bereitet, warum machst du überhaupt den Führerschein? Weil ich einfach mal ein bisschen beweglicher sein möchte. Und lebst du auf dem Land, wo du das Auto auch brauchst? Nee, Großstadt. Großstadt. Großstadt, gerade. Und das ist ja das Schlimmste, einen Führerschein machen, in der Großstadt einen Führerschein zu machen. Ja, jetzt hast du ja natürlich schon richtig Knete investiert. Ne? Ja, das kann man wohl sagen. Wie hoch ist die Rechnung jetzt schon? Ich glaube jetzt schon 4.000. Boah. Nee, das kann nicht so weitergehen, Ines. Das kann nicht so weitergehen. Also wenn du den Eindruck hast, das ist nicht der richtige Mann für dich am Steuer, dann wechsel den Fahrlehrer, Mensch, das muss doch möglich sein. Also die Fahrschule überhaupt, ne? Ja, die Fahrschule überhaupt, ja. Dann verlierst du vielleicht auch einen Kunden, aber das ist dann auch egal. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, gut. Dann hoffe ich, dass du die Prüfung bald bestehst. Ja, ich melde mich, wenn ich sie bestanden habe. Soll man so machen? Ja, das wäre sehr schön, ja. Ich hoffe, dass dann auch alles gut geht. Kein Unfall. Ja, finde ich toll, dass ich durchgekommen bin. Alles Gute, toll, toll, toll. Angerufen. Danke. Tschüss, Ines. Tschüss. So, Freunde, in der Technik heute Nacht Simone Eibel. Morgen haben wir eine Themennacht. Und da ist das Thema: Ich weiß zu viel. Wer kann das von sich sagen, von euch sagen? Ich weiß zu viel. Wer ist Geheimnisträger? Wer ist eingeweiht in Dinge, die eigentlich keiner wissen darf oder sonst auch niemand weiß? Oder wer von euch wird vielleicht sogar erpresst, weil er gewisse Dinge weiß, die vielleicht jemand anderem schaden könnten? Also ihr könnt ab 0 Uhr bei uns anrufen, 0180 5678 111, und wir sind hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen um Punkt 1 Uhr. Ich wünsche eine schöne Nacht und sage bye bye, bis morgen.